Hallo und Hallo und willkommen zurück zu X-Rebirth. Uns greift gerade irgendein BMC-Schiff an. Wir müssen schauen, dass wir hier wegkommen. Ja, ich glaube, das reicht. Wir machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Sprich, gestern aufgehört haben. Wir haben jetzt unseren Marineoffizier endlich. Und können jetzt anfangen, die Mission zu machen, die ja anfangs gescheitert ist. Dass ihr habt, ja, glaube ich, habt ihr das mitbekommen? Ja, ich habe das mitbekommen. Eine Folge haben wir, glaube ich, gemacht, in der das gezeigt... Ich kann heute nicht mehr springen. In der ich das gezeigt habe. So. Das hier ist die Arawan, je nachdem. Und, gut, ich weiß jetzt schon, was das ist, aber letztes Mal ist mir alles aufgefallen. Und zwar, schaue ich mal dieses Schiff da oben an. Das sieht mir so aus, wie wenn das Positionslichter wären. Kennt man ja vom Flughafen zum Beispiel oder von irgendwelchen, ja, was weiß ich, woher. Auf jeden Fall Positionslichter, sagt einem eben was. Oder solche Anflugslichter oder Einflugslichter, je nachdem. Und das gibt's ja auch. Und ich habe erst nicht echt gewusst, was macht denn das Schiff mit solchen Dingern da? Ich meine, was braucht denn der das? Bis mir aufgefallen ist, dass das eine Fregatte ist oder sowas ähnliches wie eine Fregatte ist. Denn da kann man sogar reinfliegen in das Ding. Also das ist ein Riesenschiff. Und da werde ich jetzt auch mal einfach mal schwupps reinfliegen. So, jetzt bin ich hier drin. Und das. Otani, docken Sie Ihr Schiff hier an. Wir springen, sobald Sie an Bord sind. Bereiten Sie sich auf das Kämpfen bei unserer Ankunft vor. Ja, also wir sollen hier drüben am Konstruktionsschiff andocken, nicht hier. Und das hier habe ich jetzt da rausgefunden, beziehungsweise letztes Mal rausgefunden, ist ein Schiff, das Jäger-Intus hat. Die sollten hier allerdings irgendwo angezeigt werden, ne? Also hier gibt es irgendwie keine Jäger. Kann natürlich auch möglich sein, dass hier überhaupt gar keine Jäger drin sind. Also dass hier eine leere Fregatte oder ein leeres Schiff im Prinzip ist. Aber naja, auf jeden Fall finde ich ganz nett, dass man hier reinfliegen kann. Und, naja, das Schiff ist hohl. Kann man fast nicht anders bezeichnen. Auf jeden Fall, drüben war eine Sackgasse. Ich muss hier irgendwie wieder raus. Und, da oben ist, glaube ich, der perfekte Ausflug. Für mich. Ein Flug ist gleich Ausflug oder so ähnlich. Naja. Auf jeden Fall, jetzt sind wir da drin. Und jetzt fliegen wir auch zum Konstruktionsschiff darunter. Was ist eigentlich das dafür? Oh, da ist BMC. Wisst ihr was? Die schießen wir schnell ab. Die machen nämlich nur Ärger. Stationskommando ruft Otani. Oi. Ihr Angriff ist gemäß Teladi-Rechtsprechung verboten. Solche Aktionen werden zum Verlust von Profit und Freiheit führen. Ihre Aktionen werden ernste Konsequenzen nach sich ziehen. Es ist mir sowas von Wurst. Kommt einfach mal her. Stationskommando ruft Otani. Ich werde nicht zusehen, wie sie solche Taten vollführen. Stationskommando an lokale Polizeieinheiten. Zu ihren Diensten. Sende Details von Herrn Otani. Er ist aktenkundig. Ist mir wurscht, ganz ehrlich. BMC hat sowieso bei mir verkackt, ich hab's bei BMC verkackt, ist von dem her, was soll's. Gut, docken wir da einfach mal an. Andocken. Dies ist die Albion's Gang. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Dann werden die uns wahrscheinlich wieder abschießen, aber das soll mir in dem Fall egal sein. Wir können mal schauen, ob wir die hier irgendwo sehen. Letztes Mal haben wir die auch gesehen. Genau, da sind sie. Wieder ein Frosch im Hals. Naja, auf jeden Fall werden wir jetzt springen. Dazu müssen wir mit ihm hier reden. Wir können natürlich nochmal looten. Das ist natürlich kein Problem. So. Haben wir alles gelootet? Nein, natürlich nicht. Immer noch dieses Viereck da als Kamera. Mir fällt ein, wir haben immer noch illegale Waren. Diese Hacker-Chips, die sollten wir vielleicht auch irgendwann mal loswerden. Jedenfalls bin ich jetzt nochmal zu frei, um hier zu speichern. Sicher ist sicher, 1828, können wir auch überschreiben. So, und ich glaube, der hat zwar vergessen, aber es ist mir jetzt wurscht. Können wir nächstes Mal, falls wir nochmal in den Genuss kommen sollten, hier zu laden, auch nochmal holen. Gourmet, und was ist da drin? 400 Credits, naja. Gut, ich würde sagen, dann fangen wir einfach mal an. Ist Ihr Schiff sicher genug für einen Sprung? Müsste es ja. Wir haben ja wir haben vor einiger Zeit neue Schilde gekauft. Wir haben wir nicht sogar eine neue Waffe geholt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir recht gut ausgerüstet und mit dem Geld, das wir haben, können wir sowieso nicht viel machen.
Ich habe zwar jetzt mehr als letztes Mal, aber ich glaube, über 100.000 brauchst du ja für irgendeine Waffe. Die haben wir jetzt natürlich, aber ich sage einfach mal ja. Behaltet euer Essen bei euch. Auf jeden Fall. Müssen wir bei uns behalten. Und jetzt springen hier die Schiffe. Die sind schon dabei zu springen und jetzt springen wir. Genau. Bam. Und jetzt sind wir da. Alle Entermannschaften bereit machen zum Entern. Wir machen den Weg frei. Lass uns loslegen, Ren. Jo. Also, ab zu unserem Konstruktionsschiff. Quatsch, zu unserer Albe und Skunk auf dem Konstruktionsschiff. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir da vor? Sollen wir zuerst das machen, was ich letztes Mal in meiner Verzweiflungstat versucht habe, was ja dann auch in die Hose ging? Oder nicht? Ich meine, wir haben ein ziemliches großes Problem. Wow. Und zwar sind das diese Großkampfschiffe hier. Nein, das ist ein Ionensammler, das ist falsch. Wo sind die Terranists? Die ist da drüben. Da oben sind die Großkampfschiffe. Habe ich letztes Mal so gelöst, dass ich einfach in die Dinger reingeflogen bin und dann dort meine, naja, meine Verteidigung oder meine... Nicht Verteidigung. Ihre Verteidigungsanlagen sind deaktiviert. Sieht nach Sabotage aus. Dass ich sie von innen praktisch zerstört habe. Entern. Lass uns zuerst sicherstellen, dass es keine unangenehmen Überraschungen gibt. Wir sollten damit beginnen, den Sprungantrieb lahmzulegen. Das kennen wir ja schon alles. Jetzt bin ich mal gespannt. Lass uns den Antrieb zerstören. Wie es heute ausgeht. So, Antrieb zerstören. Ich glaube, ich mach das so, dass ich jetzt den Antrieb erst zerstöre. Und dann werde ich mich den Jägern und den Großkampfschiffen widmen. Jetzt kommen sie sowieso von die Jäger. Ja. Der wäre weg. Und die lassen wir jetzt auch weg. So, jetzt gehen, glaube ich, die Kapseln raus, wenn ich mich nicht recht entsinne. Oh je, da kommt... Diese Stelle sieht genauso gut aus wie jede andere. Starte Kapseln. Wow. Lass uns sicherstellen, dass sie dort in einem Stück ankommen. Ja, ich versuche das... Starten zum Ziel. Die erste ist angekommen. Ich gehe da jetzt mal rein. Kapseln fliegen mehr umher. Also gut. Nun zum spaßigen Teil. Ich hoffe, das war ein Unfall. Wir sollten ein Ablenkungsmanöver durchführen. Los. Das habe ich praktisch letztes Mal gemacht. Schieß einfach auf sie. Da kommt nämlich schon der nächste Jäger. Wow, wow, wow. So. Also, wir sollen jetzt nochmal was an der Terranist zerstören. Probieren wir jetzt auch mal, bevor wir uns dem Schiff da wieder zuwenden. Wow, der zerstört hier unsere Terranist. Das ist nicht gut. Ja, ich glaube, das wäre fast besser, wenn wir das so machen wie letztes Mal. Also, wenn ich das so mache wie letztes Mal. Ich hock mich da einfach in ein so ein Schiff rein. Ist das feindlich? Ja, das ist feindlich. Sie haben sich nicht mal die Mühe gemacht, so auszusehen, als hätte ihnen leid, was sie getan haben. Ich glaube, die haben da ein leichtes Problem, die Schiffe. Ich bin der Leiter der Sektorwache. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Bericht über Ren und Dani wird gesendet. Wir sollten ein Ablenkungsmanöver durchführen. Warte einen Moment und lass mich ein paar passende Ziele markieren. Ich zerstört sie einfach nochmal das Schiff. Beziehungsweise versuche es zu zerstören. Ich sollte aber auch gleichzeitig irgendwas an der Terranist machen. Ja, hoffentlich geht das gut. Ich weiß es nicht. Wie viel hat er denn noch? Ach, die Hülle ist schon am kaputt gehen. Wow. Andererseits ist das jetzt hier sowieso kaputt. Und dadurch, dass ich jetzt hier drin bin, müssten eigentlich die anderen Schiffe dieses Großkampfschiff hier anfeuern. Ich hoffe es einfach mal. Jetzt ist meine Waffe sowieso ausgelastet. Jetzt fliege ich nochmal raus zu Terranist und schieße da nochmal ein bisschen drauf. Ah, okay, das war letztes Mal nicht der Fall. Das haben sie nicht gesagt. Vielleicht können wir einige Wächter weglocken. Gott, schieß einfach auf sie. Mit Wächter werden übrigens die Wachen im Spiel gemeint. Also die Wachen auf der Terranist. Die Gefängniswachen. Schauen, dass ich hier wegkomme.
Wo ist denn jetzt unser halb zerstörter... Ich glaube, der war das. Hülle 97%, ist das richtig? Weiß es nicht, auf jeden Fall. Ja, das ist richtig. Nee, das ist der falsche. Kann aber jetzt auch wieder wurscht sein. Wir machen den jetzt schnell down. Bewegt es! Ja, okay, ich glaube. Vielleicht können wir einige Wächter weglocken. Dort, schieß einfach auf sie. Wir müssen aber schnell zu Terranis und da nochmal ein kleines Ablenkungsmanöver machen. Auf jeden Fall hat schon mal. Oh. So, Hülle 98%. Letztes Mal ist es da schon gescheitert, die Mission. Das heißt, es hat wirklich an unserem Marineoffizier gelegen. Ich bin da sowas von froh, dass das diesmal anscheinend wirklich einen Effekt hat, den wir da machen. So. Das war, glaube ich, das Schiff, das wir halbwegs zerstören wollten. Schilde kritisch. Ja, ich weiß, deswegen fliege ich da jetzt rein. Wow, 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 wow. Hey. Macht weiter! Kontaktiere Leiter der Sektorwache. Ich höre. Bericht über Individuum Red Otani. Wenn du die Hackerdrohne nutzt, können wir den Prozess beschleunigen. Ja, aber dann werde ich jetzt erstmal das Schiff hier zerstören. Weil ich nämlich jetzt hier gerade in einer sehr schlechten Situation bin, sag ich mal. Ich bin nämlich, eigentlich müsste ich ja von dem Gravitationsfeld mitgezogen werden, aber ich bin hier irgendwie die ganze Zeit am S drücken. Funktioniert nicht so ganz. Wow, wow. Wow, also ich bin hier die... ich muss hier drücken, was das Zeug hält, sonst werde ich... Was ist denn da los? So, auf jeden Fall wird das Schiff gleich zerstört. Dann kann ich mich an irgend so eine... Ist unter unserer Kontrolle. Yeah! Gut gemacht. Passen Sie für uns darauf auf, Kapitän, während wir einen Ersatz holen. Unsere Leute haben die Kontrolle über das Schiff übernommen. Sie bereiten sich darauf vor, es zu einem sicheren Ort springen zu lassen. Beschützen Sie sie und bereiten Sie sich ebenfalls auf das Springen vor. Ich bin ja sowas von froh, dass das jetzt geklappt hat. Ihr glaubt gar nicht, wie froh ich bin. Hey, diesen Ärger, den wir da gehabt hatten. Beziehungsweise ich gehabt habe. Wie gesagt, ich habe die ganzen Folgen noch da. Das ist eine Stunde, die ich da insgesamt habe. Die kann ich ja mal zusammenrendern und das werden wahrscheinlich dann 2 Stunden Rendervorgang sein. Und einen halben Tag Upload. Aber dann könnt ihr mal sehen, wie zur Verzweiflung ich da gekommen bin damals. Jetzt haben wir auf jeden Fall das Schiff hier noch zerstören. 8% Hülle. Wir können mal einen Solarbrecher losschicken. Ach nee, kommt. Bis das, machen wir einfach so. Wir müssen raus. Vorsicht, starke Explosion steht bevor. Ja, wir müssen hier weg. Wir müssen auf jeden Fall die Terranis beschützen. Oh, da ist schon das nächste Schiff. Oder die... Oh, was macht denn der da? Alter! Wir müssen an eins der Schiffe andocken. Such eins aus, das nicht explodieren wird. Ja, da drüben. Nee. Oh Gott, wo ist denn hier ein... Wo ist ein Herz von Albion-Schiff? Da oben, glaube ich. Das sieht nur so aus, wie wenn es nicht explodieren würde. 40 Sekunden haben wir noch. Ja, an der Aravan. Meine Güte, jetzt haben wir natürlich nicht die Explosion gesehen. Das tut mir jetzt ein bisschen leid, aber ich glaube, jetzt legen noch mal ein paar Schiffe irgendwann nochmal. Kann ich hier andocken? Nee, dann... Oh Gott, wo kann ich hier andocken? Ich möchte andocken. Da ist das Konstruktionsschiff. 20 Sekunden noch. Ach du Schande. Boah.
Hey, wenn wir das jetzt nicht schaffen, ich... Vorbereiten zum Rausspringen! Nein! Andocken. Dies ist die Alter! Wir bitten Erlaubnis zum Andocken. Hey, wenn wir das jetzt nicht geschafft hätten, ich wäre sowas von... Plant bereits einen weiteren Angriff? Kluge Idee. Plutarch hat nicht erwartet, dass wir uns einem großen Kampf stellen. Wir schlagen am besten erneut zu, bevor sie sich neu gruppieren können. Irgendeine Idee, was er anzugreifen gedenkt? Unsere Feuerkraft ist nicht besonders beeindruckend, also nichts allzu Großes. Nicht, dass wir jede Station in die Luft jagen wollen, die wir sehen. Naja, ein neuer Angriff. Das ist jetzt im Prinzip genau das, was ich letztes Mal, also in Episode... Also da wir das erste Mal probiert haben, ich weiß schon gar nicht mehr, welche Nummer das war, auch schon gesagt habe, wir übergehen jetzt einfach die aktuelle Mission, wie letztes Mal, und machen einfach da weiter, naja, wo wir dann weitergemacht hätten, hätten wir es nicht geschafft. Wir haben es geschafft, für die meisten ihrer Schiffe Crews zu beschaffen. Wir haben außerdem viele vermisste Herz von Albion-Unterstützer gefunden. Einige werden uns beitreten, andere werden versuchen, die Sicherheit ihrer Familien zu gewährleisten. Sagen Sie ihnen bitte, dass wir versuchen, unsere Schiffe zurückzubekommen. Und lassen Sie sie wissen, dass sich die Dinge jetzt ändern werden. Bei den Handelsflügen nach The Freeze mit Plutarch auf unseren Fersen ist es nicht mehr so sicher wie früher. Ich leite Ihre Bedenken weiter. Ich bin mir sicher, dass Sie dafür dankbar sein werden. Was Ihre Schiffe angeht, Sie werden sie früher zurückbekommen, als Sie denken. Sie machen sich auf zum Schiffsabschleppgebiet. Das ist eine fortlaufende Operation, aber zumindest haben wir Plutarch für eine Weile abgelenkt. Können wir irgendetwas tun? Bleib auf Empfang, wir bekommen neue Informationen. Wir haben die Schiffe. Wir stehen unter Beschuss, sind aber bereit zum Sprung. Sorry, Otani. Ich muss los und die Schiffsbewegungen dieser Schiffe koordinieren. Halten Sie sich bedeckt, bis wir Sie kontaktieren. Okay. Wir können uns in der Nähe des Tores verstecken, für den Fall, dass wir schnell verschwinden müssen. Machen wir auch gleich. Ich weiß nicht, welches Tor du jetzt meinst, aber das werden wir bestimmt gleich mitbekommen. Ja, ich kehre gleich zu Albions Gang zurück. Keine Sorge, ich möchte aber noch schnell alle Sachen hier aufnehmen. Ah, Mann, bin ich froh, dass wir das jetzt geschafft haben, beziehungsweise, dass der Marineoffizier fähig genug war. Denn, ja, wie gesagt, vielleicht lade ich es wirklich hoch, diesen Kampf, den ich da wirklich hatte. Haben wir da schon, ja. Ich meine, 3-4 Stunden lang nur diese eine beknackte Mission da probieren und jetzt hat es einfach, schwupps, so geklappt, neben ein paar Ablenkungsmanöver, die wir gemacht haben. Vielleicht soll ich mal zwischenspeichern, das wäre gar nicht mal so schlecht. Fliege zu Wassertor. Meine Güte, Mann, Mann, Mann. Speichere automatisch, oder ich glaube, das mache ich jetzt auch gleich nochmal manuell. Spiel speichern und zwar Ausgeglichenheit, die erste, ja. Ah, das ist super. Endlich, was ist denn das da hinten? Sehen schon witzig aus, die Schiffe hier. Das ist auch so eine Einflugschneise. Für Jäger oder sowas. Sieht mir fast so aus. Okay, oh je, das Schiff ist hier leicht kaputt. Das ist die Taranis. Ach so, in unserem Besitz ist die. Ja klar, da ist ja unser Marineoffizier drauf. Und das ist ja dieser Sprungantrieb gewesen. Ich frage mich nur, wie kann denn das Schiff hier springen, wenn der Sprungantrieb zerstört ist? Irgendwie funktioniert das doch nicht, oder? Naja, auch der Rauch sieht sehr plastisch aus. Schade, naja. Naja. Gut, also wir müssen darüber zu diesem Highway. Und zu Herz von Albion. Wie geht es eigentlich unserem Schiff selber? Ja, links die Anzeige sagt uns, dass das alles recht gut aussieht. 15 Frame. Ah, jetzt geht es wieder nach oben, zum Glück. Gut, dann schauen wir mal, was es da drüben zu holen gibt. Beziehungsweise im Wassertor zu holen gibt. Und jetzt geht es auch endlich weiter. Sehr schön. Also, rein mit uns. Moment mal, vielleicht sollten wir hier auch mal da ganz kurz nach ein paar Sachen suchen, weil ich meine, wenn wir schon da sind, wieso sollen wir das nicht probieren? Kalibriere hat. Langstreckenscanner aktiviert. So. Da gibt's ja einiges, aber was ist denn das? Was ist denn das? Hier liegt ja einiges rum. Ach, das ist ein Asteroid. Ja, gut, wir können aber keine Erze sammeln. Deswegen,
müssen wir das leider übergehen. Und ich hab das Gefühl, dass das auch Asteroiden sind. Oh, das war nix. Nee, das ist nicht einmal einer. Ah, zu doof zum Treffen. Oh, das sind gleich zwei Sachen. Munitionsbrecher. Pestizide. Oh Mann. Fracht sicher verstaut im Frachtraum. Ich habe das Gefühl, die eine Rakete kann man nicht benutzen. Das ist kein Asteroid. Sehr gut. Da war anscheinend nichts drin. Da ist auch noch was. Ah. Da und da oben links war noch was. Hier liegt der echte Haufen rum. Schiffswracks. 234. Wer kauft uns das Zeug ab? Fracht sicher verstaut in Frachtraum. Gut, da kann man die Enzyklopädie nehmen. Die sagt uns das halt bestimmt. Ist da auch noch irgendwas? Ja, aber da bin ich jetzt ungern hin, da unten. Das ist echt weit weg. Da ist es, genau. Ich habe doch vorhin gesagt, da oben ist doch auch noch irgendwas. Es gibt schon interessante Innovationen in X-Rebirth, wie zum Beispiel das hier, so ein Langstrecken-Scan-Modus. Das gab es ja früher nicht. Da hast du auf gut... Wow, da hast du auf gut Glück das Zeug suchen müssen. Plutoniumdioxide. Ach du, ist das jetzt radioaktiv? Es wurde sicher im Frachtraum verstaut. Ja, sicher ist eine gute Sache. Ich möchte mal schnell Info. Eigener Besitz. Schiffsstatus. Ja, Schiffsstatus. Und dann von, kann ich hier nicht irgendwie den Frachtraum oder sowas einsehen? Ach, da ist der Scrollbalken. Gut, da geht's nach oben. Wir haben eine Nova-Drohne. 80.000 Schaden. Ach nee, Menge 0. Warum steht das dann da unten drin? Naja, zurück. Dann, mein Besitz. Die Albion. DE, was ist ein DE? Aha. Ja, im Prinzip das gleiche. Nee, ich möchte. Dieses Mehrzweckraumschiff wurde von argonischen Schiffskonstrukteuren als Langstreckenaufklärungsschiff für den Einsatz im terranischen Sonnensystem konzipiert. Es ist nicht bekannt, wie viele von diesen Schiffen existieren. Einige wurden jedoch an Großunternehmen verkauft, die sie als persönliche Kommandoschiffe für hochrangige Führungskräfte einsetzen. So, hier kann ich noch ein bisschen was aktualisieren, das ist klar, das wissen wir ja schon. Und was das hier sein soll, Props, WPS, Tag Launcher, Player, Makro, Waffen. Keine Ahnung, was das sein soll. Naja. Dieses Mehrzweckraumschiff, ja, wissen wir schon. Betty, Klappe. Enter. Escape. Ja gut, hört sie auf. Auf jeden Fall, da stand Einheiten, Einheiten, aber Einheitenkapazität 50. Kann sein, dass das die Marine die Infanteristeneinheiten Nummer ist oder die Anzahl derjenige an Leuten, die wir transportieren können. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall soll mir das jetzt auch wurscht sein. Ich würde sagen, wir fliegen da jetzt einfach mal weiter rum. Oder wir scannen einfach nochmal ein bisschen. Das ist jetzt auch die Frage. Ich glaube, wir scannen eher noch ein bisschen. Wir haben nochmal so viel Zeit. Da ist auf jeden Fall... Doch, da oben ist was, oder? Nee, doch, da oben. Ja, da ganz leicht sieht man es. Aber da will ich jetzt nicht hinfliegen. Je höher, desto weiter weg, glaube ich, oder? Oh ja, da gibt es genügend andere Sachen. Wir fliegen mal da unten hin. Ah! Genau, je tiefer der Sound, desto näher ist das Ding. Und je höher der Sound, desto weiter weg ist das Ding. So. Fracht sicher verstaut im Frachtraum. Da gibt es auch noch ein paar Sachen.
recht nahe auch. Ja. Das sind neurale Stimulanzien. Ach du Schande, was sammeln wir denn da alles auf? Das ist ja... Wir sind hier in der halben Apotheke. Halt, ich muss R drücken. Und unsere 25 Minuten sind auch schon um. Wir nehmen jetzt aber noch das Zeug da unten mit. Wo war er denn? Da. Na, komm. Ja, flautet, aber überhaupt nichts drin. Naja, dann würde ich sagen, wir belassen es mal dabei. Ich bleibe hier einfach stehen. Und wir machen beim nächsten Mal. Ich tue noch, glaube ich, nochmal den Modi raus. Sicher ist sicher. Setze HUD und Scanner zurück. Scanner-Reichweite wird überschritten. Oder so ähnlich. Gut, dann bis zum nächsten Mal in X-Rebirth. Und ciao.